Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground 2. Wir haben jetzt wieder einige Driftrennen und ein bisschen Street X gemacht. Jetzt haben wir wieder Geld und das wird jetzt in unseren Humvee versenkt, dass der ein wenig hübscher wird. Unser Humvee muss unbedingt schöner werden. Da der sich halt so langsam und halt nicht so gut fahren lässt, fahre ich mit dem Corsa runter. Und werde dann halt vorher, also vor dem Shop, erst wechseln. Schade. Aber das haben wir beim letzten Folge schon gesehen. Driften mit Autos zusammen, das geht meistens schief. Na du? Ich frage mich, ob die Autos, die jetzt hier rumfahren, von der Leistung halt auch entsprechend schwach sind, um halt mit dem Corsa notfalls mithalten zu können, falls man halt ein Rennen fahren will. Könnte ich mir halt schon gut vorstellen. Wenn wir mit dem Humvee rumfahren, fahren ja auch nur noch die Dings rum, die Geländewagen. So, Bodyshop hätten wir. Dann wird mal schnell gewechselt. Schau mal, was wir jetzt noch an Sachen... Obwohl, nee, oder? Warte, ich glaube, warte mal, bodymäßig hatte ich, glaube ich, sogar alles. Ich wollte ja zum Spezialdekor. Fällt mir gerade ein. Okay, dann fahren wir doch ein Stückchen weiter. Ist nicht so weit, da wechsle ich jetzt nicht nochmal das Auto für. Das musst du jetzt mal durchhalten. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir halt hier anderes Zeug. Hey, hast du schon gehört, dass in der Gegend von Cole Harbor East ein Rennen starten soll? Sind wohl ein paar Anfänger mit mehr Kohle als Hirn. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Danke. Naja. Hatte ich die Türen schon eingebaut? Ich weiß es eigentlich gerade gar nicht. So, dann aber würde ich sagen... bauen wir mal gerade den Kofferraum aus. So, dann können wir da sehen mal ein paar... Subwoofer reinhauen. So. Hier ein bisschen mehr. Natürlich auch die dicken Dinger. Nehmen wir die mittlere Endstufe oder... Ich glaube, wir nehmen hier die Dings, so, da oben eine Endstufe. So, dann können wir da noch ein bisschen was an Dings reinhauen. So, noch zwei Subwoofer, obwohl die, glaube ich, ja eh besser unten angebracht werden. Ach komm. Obwohl, wir haben ja unten noch Platz, sehe ich gerade. Aber oben einfach ein Dings rein. Ein
So. Quatsch. So, und da hier dann wieder die dicken Subwoofer. Okay. So, da können wir es auch noch ein bisschen... was hat mit der Lila? Kommt das noch mit rein? Oder haben wir es fast schon auf Stufe 9? Hm, ja, wieder ist halt ein Showcar. Gibt's neue Spinner? Tatsächlich. So. Teilte Hauben, die Türen haben wir auch schon drin. Können wir da noch was reinhauen mit Nitro? Jawohl, können wir tatsächlich auch. Magenta und Blau. Dann haben wir das auch noch hier. Ich würde das hier auf jeden Fall grün-lila. Ich glaube, warte mal, hier haben wir auch noch was Besseres, oder? Jo. Perlviolett. Ah genau, das waren die Teile, die gefehlt haben. Innenraum haben wir, Kofferraum haben wir. Okay. So. Da dürftest du jetzt auf ein Cover drauf kommen, oder? Jawohl. Jawohl. Problem ist, wir müssen halt mit dem dann auch den hinkriegen. Ja, den Sprint. Lass uns mal gucken, was wir noch an Performance reinhauen können in den Wagen. Das war ja okay. Müssen wir außen rum. Das ist ja hier. Alter, der kriegt, der kommt ja gar nicht mehr vom Fleck. Das war ja der, der hier so vertütelt war. Sind wir beide jetzt hier unten? Okay. Wie gesagt, dann. Das Sprintrennen daneben ist das, was halt leider nicht so funktioniert hat. Ich frage mich, ob es mit dem Wagen lohnt, Tuning zu betreiben. Ich glaube, ich habe so meine Zweifel. Ja, wir können ja, das ist, ich kann eh maximal einen Teil einbauen. Wenn ich mir das mal so anschaue. Pad auf. Ups. Naja, als ob der davon so unbehelligt davon kommen würde. So, dann würde ich da gerne mal rein. Ups. Hier Gas. Bitte. Bedeutend Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst und oder, ne, ich weiß gar nicht. Haben die es billiger gemacht? Ich glaube ja eher nicht. Auf, indem du das Seriensteuergerät gegen einen Tuning-Chip ausmachst. Ja genau, das reicht nämlich schon nicht mehr.
Hey, bau dir ein Sportgetriebe und eine Schaltwegverkürzung. Das können wir noch mitnehmen. Die Motorpower besser auf die Straße bringen. Gut, das war's dann aber auch, oder? Für 1000 können wir jetzt hier nichts mehr mitnehmen. Viel besser. Nitro ist das Glycerin der Rennsportwelt. Ja. Bau dir gute Reifen, entscheiden über das Fahrverhalten. Deine Kohle, denk dran, mit besseren Bremsen verkürzt du deinen Bremsweg. Jupp, da brauchen wir noch einiges. Mit einem Leichtbau-Kit speckst du deinen Wagen ab und hast mehr Topspeed. Verbessere die Motorleistung durch den Einbau eines Turbo-Kits. Oder haben wir sogar, fehlen beide sogar noch. Tja, dann werden wir noch einige Rennen fahren müssen. So, die Frage ist allerdings, können wir mit dir... Ach komm, lass uns mal hier so ein Elefantenrennen machen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann dürfen wir dich mal wieder über die Rennstrecke. Meinen ganzen vernachlässigen wollen wir ihn ja nicht. Obwohl es halt, wie gesagt, voll ausgebaut doch angenehmer sein würde. Machen wir jetzt mal hier das Rennen und dann erst wieder, wenn wir wirklich genug Geld haben, bei dir alles auf volle Leistung zu bringen. Und dann können wir mal gucken, wie der Unterschied ist. Wie viel das dann doch ausmacht. Drift? Ihr seid doch irre. Das ist eine Herausforderung. Das sind ja natürlich die optimalen Wagen, um zu driften. Na gut, aber dementsprechend beschissen fallen dann auch die Punkte aus. Zum Glück auch bei den anderen. Okay. Naja. Ich glaube, ich habe das schon gewonnen. Mit 2 Runden. Ist, glaube ich, eher so eine Spaßveranstaltung, denke ich mal. Aber dann, guck mal, dann schaffen wir es jetzt zumindest mal nicht statt sonst immer so dreifache, sondern halt übers 10-fache, vielleicht sogar das 20-fache. Ne, bleibt beim 10-fachen. Ziemlich genau sogar. Okay, das war jetzt unerwartet witzig. So, aber Street X kannst du mit dem halt echt knicken. Aber dafür können wir den Wagen wechseln und nehmen wieder unseren Audi. Tatsächlich haben wir dann ja nur noch die 2 Wagen, die wir halt dann auftunen müssen. Von der Leistung, den Corsa und den Humvee. Und beim Humvee, na gut, da müssen wir das erstmal Geld sammeln. Da liegt sogar schon Geld. So, das ist doch nett. Vielen Dank. Besser als nix. So, erstmal schön die Bande.
hier muss ich die Kurven länger nehmen. Gut, ihr zerfetzt euch schon mal ein wenig. Ich kann dich mal, nicht ausschalten, aber zumindest dran vorbei. Das ist schon mal was wert. Okay, berg hoch driften. Auch nicht das Optimale, aber machbar. So, dafür haben wir die Kurve jetzt gut gekriegt. Die nicht so. Gut, dass wir noch Vorsprung haben. Okay, nächstes Mal nicht so ganz extrem rumdriften. Das war, glaube ich, auch schon wieder zu viel, aber zumindest sind wir um die Kurve gekommen. Hier können wir jetzt ja ein bisschen das nutzen, um Gas zu geben. So, letzte Runde. Schade, das war zu früh. Ein Ticken. Dafür haben wir die jetzt gut gekriegt, die Kurve. Das freut mich. Ich glaube, der eine hat sich da oben auch verfranst. Bin ich wenigstens nicht der Einzige. So, und einmal durch. Danke. Schade, nur 200. Aber gut, wie gesagt, war es auch nicht gut gefahren. Ein paar hohe Tiere von Ardo Modor sind hier. Vielleicht kannst du sie auf dich aufmerksam machen. So, gutes Rennen. Dann wird das ja auch immer mehr. Bist du auch mehr oder weniger hier um die Ecke? Ja, hier oben haben wir jetzt nichts. Wie gesagt, außer das kaputt in Anführungsstrichen. Dann lass uns doch mal... Lass uns mal fahren. Also zum Ende der Folge. Packen wir den Wagen mal wieder aufs Titelblatt. Das ist echt so eine Wohltat im Vergleich zu dem... haben, wie mal wieder ein Auto, ob das beschleunigt und schnell fährt. Die erste echt schon eine Krücke. Ups. Wollte ich nicht. Hey, alles rund, Baby? Ja, ich habe Action für dich. Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden, soll aber irgendwo im Bereich Hotel Plaza sein. Meine Jungs sagen, es ist leicht verdientes Geld. Ich melde mich, wenn ich wieder was höre. Peace. Jojo. So, dann mal durch, bitte. Haben wir noch ein Info-Ding hier gehabt. Info-Ding und Geld. Info sagt, genau, das hatten wir ja auch schon mal. Okay. Knappe Sache. Dann mal los. Da kann mir, glaube ich, nicht allzu viel Fahrfehler erlauben. Ich befürchte, das wird... Das ist, glaube ich, wieder über den... Oder? Geht das über den verzweigten? Nee, zum Glück nicht. Über die ganzen Ausfahrten. So, aber das sollte... Ja, eigentlich sollte man das hinkriegen. Große Fehler haben wir bisher noch nicht gemacht.
So, jetzt sag mir bitte, wo es hin muss. Okay, das wird jetzt übel. Okay. Wir brauchen mehr Nitro. Eindeutig. Eindeutig mehr Nitro. Der Fick-Scheiße. Ja, das kann ich jetzt ja auch schon wieder knicken. Ein Fahrfehler und das war's. Okay, langsam zieht das doch ein bisschen an. War ja auch, glaube ich, schon für Level 9. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie gesagt, ab hier 20 Sekunden ist noch nicht mehr machbar. Das ist nicht mehr schaffbar, liebes Spiel. Ich glaube, der Crash war halt auch schon zu viel am Anfang. Wenn er hier wäre, der Punkt wäre okay. Aber wie gesagt, sogar noch langsamer. Ein Versuch noch. Wie seid ihr wieder? Fick die Hände, Mann! Ich will eigentlich die Session beenden. Hat aber nicht, weil ich dieses scheiß Rennen nicht hinkriege. Meine Güte. Obwohl, kann ja schon. Dann machen wir es halt irgendwann anders. Okay. Also das, wie gesagt, das wird jetzt schon wieder nichts. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry für den Ausraster gerade, aber wie gesagt, ich bin gerade wieder etwas genervt, weil es nicht klappt auf Anhieb alles. Von daher, ich hoffe nächste Runde. Ja, machen wir erst ein paar andere Rennen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwann hinkriegen. Aber ich meine, du bist ja eigentlich schon voll upgegradet. Viel besser geht's nicht mehr. Da hätte ich, wie gesagt, da 2 Minuten. Das wäre okay. Könnt ihr auch ein bisschen ruhiger fahren. Und was halt auch blöd ist, man kann es halt nicht direkt zurücksetzen hier. Also muss wirklich die Zeit abfahren oder abwarten. Dass du sagen kannst, du willst es nochmal neu starten. Aber gut, mal schauen, was wir dann in der nächsten Tour so machen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.